erste Dungeon, glaube ich, das rein. Die Grabkammer und gucken, wie weit wir kommen. Meistens um die Ecke rum, die habe ich schon gesammelt. Die werden wieder gelöscht, immer wieder die Dinger. Boah, Junge, von weitem direkt am Schießen. Mein Bogen ist jetzt nicht der beste, wie es aussieht. Boah, der trifft aber immer, gell? So, am besten ist immer halt eine Fackel noch parat zu haben. Machen wir mal auf 7. Aber das Problem ist, sobald wir Schild und Dings haben. Oh, da liegt noch ein Pilz, den holen wir noch mit. Weil der ist eigentlich ganz gut zum Mampfen. Natürlich ist ein kleines Labyrinth, ne? Da hinten ist auch was am Leuchten. Und Türen zum Öffnen. Man weiß aber nie, was hier einen hinter den Türen erwartet. Oh, guck mal, hey. Das sieht nicht gut aus. Das hat ordentlich Bums gehabt. Immer schön mit dem Schild arbeiten. Die Frage ist, macht das hier Schaden oder kann man abbauen? Bekommt man aber nichts Besonderes für. So, Labyrinth ist schön und gut. Jetzt holen wir mal die Axt zum Beispiel. Mal gucken, ob die Axt ein bisschen mehr Schaden macht. Nein. Oh, die teilen aber gut aus. Stern 1. Oh, jo. Oh, der hat mich gut getroffen. Jo, der hat mich getötet. Ja, moin. Oh, ist das der? Oh, bitte nicht. Ist das der hier? Ja. Bam! One Hit. So, wir müssen jetzt natürlich hier alles noch sammeln, was wir. Wir wollen nichts liegen lassen. Alles mitnehmen in dieser Höhle. Ja, Federn und so. Guck mal, hier liegen auch noch ein paar Sachen. Wir holen jetzt mal den Bogen und holen dazu die Feuer. Oha. Die Töne hier drin gefallen mir gar nicht. Uch, das war ich. Guten Tag, bisschen dicht gemacht. Ja, läuft, Alter. So, wir waren jetzt noch nicht. Das ist so ein kleines Labyrinth natürlich, ne? Ist nicht so toll. Auf jeden Fall sehen wir hier irgendwo einen Bogenschützen. Boah, die sind aber versteckt überall, ne? Die Pilze sind richtig gut. Die brauchen wir. Ich hoffe, mein Essen ist gleich leer. Oha. Boah, die haben mich getroffen. Blocken. Oh, Junge. Junge, Junge. Schön, dass ich was sehe. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, ich höre schon ein Skelett. Boah, da hinten ist der Spawnraum. Einfach rein. Boah. Level. Der ist. Seh Sterne, Kollege. Seh Sterne. Und nochmal Pfeile. Man muss mal wieder Licht machen, sonst sehen wir hier gar nichts. Sonst sehen wir hier die ganzen schönen Schätze nicht, wenn wir kein Licht anmachen. Jetzt könnte man langsam. Aha, guck mal, die Pilze und. Ah, ausgerechnet der Pilz, ne? Ausgerechnet der Pilz. Wir machen so ein Schwänzchen, ballern wir uns rein. So ein Echsenschwanz, die sind nicht ganz gut dafür. Und ballern uns danach. Ja, das Labyrinth ist natürlich jetzt ärgerlich. Was mal hier? Aber irgendwo spawnt hier noch was, ne? Ich höre es doch. Hier ist irgendwo noch was gespawnt. Hier waren wir schon drin, ne? Das ist halt blöde bei Labyrinth, ne? Beim Labyrinth ist es ein bisschen dumm zu erkennen, alles. Und die andere Seite noch. Ihr gesehen habt, war ich relativ schnell auf die Dinger zugelaufen. Die sind ganz gut. Aha, okay. Das heißt, als nächstes essen wir den hier. Und jetzt müssten wir eigentlich relativ. Ich glaube, die Pilze geben, die geben 20-20 und die hier Pilze geben nur 15-20. Das Essen noch dabei. Die Bären geben nicht so viel. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Irgendwas zielt doch da nach mir, oder?
Gehen wir mal geradeaus. Diese Kammer hier haben wir soweit durchgespielt. Ging jetzt schneller, als ich dachte. Einmal durchgeraged, einfach mal alles weggeknallt, was geht. Und war jetzt gar nicht so schwer. Ich habe echt gedacht, es wäre schwerer. Es ist aber gar nicht so schwer. Oh, hier haben wir noch was vergessen. Haben wir das ja auch schon gesucht? Ja, da haben wir alles draus geholt. Nö, hier gibt's nichts mehr, Freunde. Wenn euch was einfällt dazu, wenn ich irgendwas übersehen habe, dann schreibt es einfach. In die Kommentare, Leute. In die Kommentare. Und wir gehen mal wieder nach Hause. Und das war's, meine Freunde. Soweit? Oh, es ist aber ganz schön Nacht. Maschallah. Hier sieht man ja gar nichts. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder in einem anderen Video.